Grönelheim. Ja. Hier ist wieder Lurchi und Wermut mit dem neuesten Nachrichtenportal. Also ich mach's mal kurz. Wir haben hier zwei Dinge vor. Ich habe mir einen Zeitungsbericht von mir liegen. Gericht stoppt Bankenbucher. Deutsche Bank verlangt bei Überziehung Irrsinns Zins von 25.000%, das habe ich ja noch nie gehört. 25.000%, die sind doch bekloppt. Also haben wir Leben in einer völlig durchgeknallten Welt. Ja, so geht's ja nicht. Der Wermut war ja gestern, vorgestern glaube ich war es, gell? Vorgestern war es, ja. War bei der Bank. Weil wir haben gesagt, wir müssen ein kleines Polster im Hintergrund. Deswegen war er vorher auch beim Friseur. Die Oma hat ihn hingeschickt, sieht auch viel besser aus jetzt, finde ich. Ja. Aber jetzt will der Wermut mal kurz erzählen, was der da erlebt hat. Und wir sagen dahinterher, was für eine Bank das war. Genau. Damit ihr das wisst. Also ich kann es gleich mal sagen, die immer damit Werbung machen, wie fertig gemacht könnte. Dann habe ich mir gedacht, gut, dann gehe ich hin und bin da hin. Dann habe ich gesagt, ja, ich hätte gerne einen Kredit von 8.000. 8.000. 8.000, das weiß ich gar nicht. Was brauchst du für Geld? Ich meine, wir müssen auch mal ein Bier trinken und so. Natürlich, aber beim einer für 45 Cent habe ich einen Hauspreis. Naja. Jetzt machen wir weiter. Komm. Und dann haben sie gerechnet. Und Meck vom Lied war, dass ich 13.256,58 hätte zurückzahlen müssen. Das sind 62,5% mehr. Ich meine, ich bin doch nicht bekloppt. Da bin ich gleich aufgestanden und wieder gegangen. Hast du recht. Ich meine, wie viel Bier wären das gewesen, gell? Das kann man gar nicht ausrechnen. Man kann ja gar nicht saufen. Man muss mal sagen, gell? Wir leben, glaube ich, in einer Welt, in der alles langsam hier völlig durchdreht. Und das geht so nicht. Und das haben wir uns vorgenommen, dass wir darüber sprechen. Ja. Und liebe Leute, wenn ihr daheim irgendwas habt, gell? Irgendein Thema, schickt es uns. Am Ende ist dann ein kleiner hier Hinweis, wohin ihr das schicken könnt. Wir decken auf. Lurchi und Wermut, wir decken auf. Und jetzt sag mal, wer das war. Wer war das? Welche Bank war das? Ja. Mehr sag ich nicht. Und das ist Wucher. Und die Wucherer sind früher an der Pranger gestellt worden. Also Leute, von der Targo Bank, unser Daumen auch diesmal leider nach unten. Das war nix. Gar nichts.